Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und zwar habe ich hier drei Boxen rumstehen, die ich gerne tauschen oder auch verkaufen würde, da ich halt, ja, ich finde da irgendwie jetzt keinen Zweck drin, das bei mir jetzt so rumstehen zu haben. Und zwar habe ich einmal die Robocop Director's Cut von der Sentry, ist noch verschweißt. Die hatte ich eigentlich mal gekauft, aber naja. Und zwar, ja, ich habe selber, sammle ich keine Sentry-Boxen, deswegen steht sie auch ja überflüssig eigentlich hier irgendwo rum. Deswegen ist sie auch noch eingepackt. Und ja, also wer Interesse hat, einfach posten oder so und halt, ja. Irgendwas, einen Vorschlag wegen Tausch oder so. Läuft auch bei mir alles über versicherten Versand mit Sendungsnummer. Und ja, dann habe ich noch Reanimator. Das ist ja Teil 1 und 2. Plus von jedem Teil dann nochmal extra Material, ist auch mit dem Booklet, ist auch neuwertig, also aufgemacht und seitdem steht die nur rum. Ich habe mir nur einmal die, oh, guck mal, jetzt fällt das gleich wieder um, jetzt will das niemand mehr haben. Ist da oben, hier oben ist dann auch nochmal eine CD, DVD meine ich, ist auch ungeschnitten. Ab und zu sind dann halt auch hier Sachen auf Englisch, aber dann mit deutschen Untertiteln. Also ungeschnitten. Ich glaube, die Box ist wahrscheinlich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich möchte nichts Falsches, aber ich glaube, die ist auch ungeprüft. Ja, Bild und Ton ist jetzt nicht so mein Fall. Der erste Teil ist 16 zu 9, geht 85 Minuten und der zweite Teil ist auf 4 zu 3, 96 Minuten. Ja, remastered. Ja, ist halt dann nur auf 2.1 Dolby Digital. Ja, Bild- und Tonmaterial haben mich jetzt nicht so umgehauen. Hab mir die Box eigentlich nur geholt, um zu wissen, was das überhaupt ist. Hab da immer halt nur Schnittberichte gelesen. Ja, selbst hat mir der Film eigentlich gern oder die Filme ganz gut gefallen. Nur ich will sie mir doch dann lieber als Booklet dann holen, weil mir halt auch Teil 3 noch fehlt. Also, ne, Interesse einfach anschreiben. Und ist halt von Leserparadies. Ja, und dann habe ich halt hier Night of the Demons Trilogie. Also, wenn ihr Interesse habt und ihr möchtet auch gerne die CD oder so noch sehen, kein Problem, ich kann euch die CDs alle nochmal zeigen, wie auch immer. Also hier sieht man, die Box sieht schon ein bisschen gebraucht aus. Da sieht man vielleicht da oben ein bisschen. Da ist das schon komisch. Also hier, das ist nur der Mond. Ja, sieht eigentlich außer dem Pappschuber, sieht das eigentlich alles noch tutti frutti aus. Ja, hier alles guter Zustand. Sieht noch richtig gut aus. Ja, die Filme selbst sind auch ziemlich lustig, muss ich sagen. Also, die haben richtig guten Humor. Und macht auf jeden Fall Spaß, die Teile zu gucken. Ich denke mal halt, da ich ja auf dem Plasmafernseher gucke, kommt das Bild selbst nicht so gut rüber. Ich denke mal, das müsste man schon auf dem Röhrenfernseher gucken, da das Bild dann doch ein bisschen besser ist und auch der Ton, weil Bildqualität wirft mich jetzt nicht so um, aber sind auf jeden Fall hier echt gute Splatter-Einlagen und richtig geile Effekte mit bei. Und lustig auf jeden Fall. Ich finde, alle drei Teile sind gut. Also es gibt hier wirklich meines Erachtens kein Teil, der schwächer ist als der andere. Also die nehmen sich wirklich nichts. Und ja, genauso wie bei den Teilen, die werde ich mir, glaube ich, auch als Booklet oder vielleicht auch als Hardbox holen, wenn ich die günstig bekomme.
Aber okay. Ja, und die gebe ich dann halt auch zum Tausch frei. Ja, das war's eigentlich. Das waren eigentlich nur drei Sachen, mit denen ich jetzt wirklich nicht wirklich was gerade anfangen kann. Also hier, die drei Sachen gebe ich zum Tausch oder auch zum Verkauf. Ja, schreibt einfach unter das Video. Ich werde natürlich darauf antworten. Und ja, dann sage ich erst, bedanke ich mich erstmal und wir hören uns.